Was geht ab, Fitnessfreunde? Neues Video. Das fängt ein bisschen später an diesmal. Ich hatte bis jetzt ich habe mich mit einem Freund getroffen, habe beim Chinesen mit ihm gegessen, aber es war nur eine ganz kleine Portion. Und eben gerade noch eine Birne und eine Banane. Und jetzt kommt die erste richtige Mahlzeit, die ich selber gemacht habe. Und zwar esse ich hier einfach Kartoffeln mit italienischem Pfannengemüse. Und ich werde die Soße rüber machen, ungefähr so 20, 30 Gramm. Und zum Nachtisch Basmati-Reis mit 150 Milliliter davon und 30 Gramm Proteinpulver. Die Macros habe ich auf dem Handy, aber ich nehme gerade mit dem Handy auf. Vielleicht habe ich sie noch im Kopf. 350 Gramm Kohlenhydrate, 35 Gramm Fett, 80 Gramm Eiweiß und 2000 Kalorien habe ich jetzt ungefähr zu mir genommen heute. Nachts geht's wahrscheinlich zum Training. Ich habe heute eigentlich, der Tag hat gut angefangen, aber ich habe eine schlechte Nachricht bekommen. Und deswegen bin ich nicht so motiviert jetzt gerade ins Training. Vielleicht kommt die Motivation noch. Und außerdem habe ich keine richtige Kamera, um beim Training zu filmen. Aber falls ich ins Training gehen sollte, werde ich versuchen, irgendwas aufzunehmen. Ich bin ins Training gegangen. Es sind heute ein paar Dinge passiert, die mich richtig aufgeregt haben, die mich traurig gemacht haben, die mich wütend gemacht haben. Und ich bin hier trotzdem zum Training gefahren und ich dachte mir, okay, jetzt ziehst du das Training durch. Während des Trainings ist mir das Handy runtergefallen, ist ein Stück abgebrochen. Und ich dachte mir echt, es hat nur noch einen Millimeter gefehlt und ich wäre nach Hause gegangen.
Ich war echt, ich hatte schon meine Tasche in der Hand, ich wollte nach Hause gehen, aber ich habe mir gesagt, nein, du bleibst hier, du ziehst das jetzt durch. Das Leben versucht dich gerade zu ficken und wenn du dich ficken lässt, dann machst du keine Gains, dann gibst du auf, dann bist du auf dem Boden, aber es werden viele Sachen, das Leben, es werden viele Leute, es werden viele Dinge passieren, die euch auf dem Boden sehen wollen, aber ihr müsst immer wieder aufstehen. Man sagt ja nicht umsonst, fall 10-mal hin und steh 11-mal auf. Und ich habe es durchgezogen. Ich hatte überall Kribbeln im ganzen Körper, weil ich so wirklich wütend war. Ich wollte einfach nur irgendwo gegenschlagen, aber ich habe versucht, die Kraft in das Training umzusetzen, das nicht so wirklich geklappt hat, denn ich habe noch nicht meine volle Stärke wieder. Und es ging einfach nicht. Also ich konnte das Gewicht nicht drücken, was ich wollte. Trotzdem hatte ich diese Wut in mir, die ich eigentlich nie in mir habe. Ich bin eigentlich ein positiver Mensch und es braucht schon sehr, sehr viel, um mich aufzuregen. Und ich war echt heute kurz davor, irgendwie, keine Ahnung, Digga, aufzugeben. Aber ich habe es nicht gemacht. Ihr dürft nicht aufgeben, egal was passiert. Zieht das durch und ich habe es schon mal gesagt, macht ein schlechtes Training zu einem guten Training, versucht die positiven Dinge zu sehen, versucht das Training wirklich auf eure Seite zu ziehen und letzten Endes kann ich sagen, dass dieses Training heute gut war. Es ist jetzt, ihr seht es hinter mir, 3 Uhr nachts, morgens oder wie auch immer. Ich werde jetzt nach Hause gehen, duschen, noch was essen und dann mit einem traurigen Auge und einem lächelnden Auge ins Bett gehen. Und versuchen dann morgen positiv aufzustehen, nicht mehr diese Wut, diese Trauer in mir zu haben. Und versuche morgen die Sachen zu klären, weil ich will echt keine Negativität in meinem Leben haben. Und ja, wir sehen uns gleich zu Hause. Da werde ich noch ein bisschen was essen und dann hoffe ich, habe ich mich ein bisschen beruhigt. Aber es ist es eigentlich nicht wert, über so zu jammern, so über Scheiße. Es ist halt nur manchmal, ihr wisst im Kopf, es ist schwierig manchmal wirklich seinen Gedanken umzudrehen, wenn wirklich so viele Scheißdinge passieren, aber man muss da durch. Man muss das Leben wirklich auf seine Seite ziehen und man muss das Beste draus machen. Und hier ist meine letzte Mahlzeit, hier ein bisschen Kohlenhydrate und Vitamine und hier noch als Nachtisch ein bisschen Eiweiß. Das habe ich letztens, also vorhin schon gezeigt, einfach Kartoffeln, Gemüse, den Reis diesmal dazu und diese süß-scharfe China-Soße, bisschen Wasser mit Jeff am Start. Und hier habe ich diesen Exquise, da habe ich ja schon mal empfohlen, das kann ich einfach nur nochmal empfehlen. Beides richtig geil, nur zwei Zutaten, einmal Exquise Quark und einmal Lemon Cake. Das Proteinpulver von ESN. So haben wir hier einfach so ein, ja, wie soll ich das nennen, Käsekuchen-Joghurt. Schmeckt richtig gut und hat natürlich sehr viel Eiweiß. Das musste sein, weil ich heute ja so ein bisschen vegan war. Außer natürlich das hier jetzt, aber so vegetarisch vegan. Also heute wieder mal ein bisschen ohne Fleisch, mal einen Tag ohne Fleisch. Ich komme auf 150 Gramm Protein. Ich muss das immer alles im Kopf haben, weil ich ja mit dem Handy filme. Ich habe über 500 Gramm Kohlenhydrate, 520 ungefähr. Und ich habe 45 Gramm Fett heute und 3100 Kalorien. Also sehr gute Macros, ich fühle mich auch sehr gut. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Ihr könnt es gerne nachmachen, wie gesagt, alles ganz einfache Rezepte. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle im nächsten Video.